2 Wochen haben wir gewartet, jetzt ist es da, GTA Online. Der Andrang war immens, aber wir haben es trotzdem geschafft, in die Server zu kommen. David hat es gespielt. David, erzähl mal, wie ist es so? Ja, genau, ich habe es am Launchtag für die Xbox 360 gespielt. Wir hatten es auch für die PS3 probiert, aber da war halt überhaupt kein Reinkommen. Also den ganzen Tag über mussten PS3-User halt zuschauen, wie Xbox 360-Spieler halt schon loslegen können. Wir zeigen euch hier mal ein paar Szenen aus der Xbox 360-Version. Los geht's mit einem Deathmatch, das mit einer blauen Markierung auf der Map angezeigt wird. Hier zeigen wir euch mal ein erstes Rennen, das ihr ebenfalls über die Map erreicht. Also es gibt auf jeden Fall neben Deathmatches auch Rennen, verschiedene Spielmodi. 16 Spieler sind möglich, ne? Habe ich gehört. Genau, 16 Spieler sind möglich. Hast du die auch schon gesehen? Also hast du schon mit 16 Spielern gespielt oder war das aufgrund dieser Verbindungsprobleme? Aufgrund der Serverabbrüche war das eigentlich nicht wirklich möglich. Ich habe maximal mit 8 Spielern gespielt am Launchtag. Wenn es einmal funktioniert hatte, funktionierte das gut. Also Lags oder so dergleichen gab es eigentlich nicht. Wie sieht es eigentlich mit der Handlung aus? Gibt es da eine Story in GTA Online? Ja, es gibt eine kleine Mini-Story. Hier seht ihr zum Beispiel Simeon, den ihr vielleicht schon aus der Singleplayer-Kampagne kennt. Der versorgt euch am Anfang des Spiels mit kleinen Aufträgen. Meistens läuft das so ab, dass ihr von A nach B fahren müsst, holt dort irgendwas ab und bringt es dann zurück zu dem Kerl hier. In which to keep your classily modified and unique vehicles. But in the meantime, just don't get robbed, okay? Jetzt sehen wir hier einen kleinen Überfall, quasi das Herzstück des Spiels. Richtig große Raubzüge wie in der Solo-Kampagne will Rockstar Games ja noch nachpatchen, nicht wahr? Ja, die sollen, soweit ich weiß, erst später kommen. Hier ist ein kleiner Überfall vom Anfang des Spiels. Das hat den Vorteil, dass ihr natürlich auch Geld braucht. Deswegen solltet ihr anfangs mit euren Online-Freunden halt möglichst viele solcher kleinen Raubzüge machen, um eben mit eurem erspielten Geld dann später Waffen zu kaufen oder High-End-Items. Neben Geld sammelt man ja eben auch Erfahrungspunkte und schaltet so Waffen und neue Fahrzeuge frei. So steht eben nicht alle verfügbaren Items von Anfang an zur Verfügung, ne? Genau, richtig. Also ihr bekommt pro absolviertem Job Erfahrungspunkte. Je nachdem, wie erfolgreich ihr abgeschnitten habt, desto höher sind die Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte gibt es zum Beispiel auch dann, wenn ihr Cops erfolgreich abschüttelt. Oder hier so ein Minispiel gewinnt und nicht verliert, wie du gerade eben. Genau, hier sehen wir ein cooles Rallye-Rennen. Das Besondere daran ist, dass der erste Spieler, der quasi das Motorrad lenkt, nicht weiß, wo er langfahren muss. Das heißt, der zweite Spieler, der hinten auf dem Sitz drauf sitzt, muss euch quasi über das Headset sagen, wo ihr langfahren müsst. Das ist ziemlich cool. Genau, ein exklusiver Spielmodus für GTA Online. Und wie ist dein Fazit so bisher? Ist es empfehlenswert? In den ersten Spielstunden hatte ich wirklich Spaß. Allerdings bleibt abzuwarten, wie viel Spaß das dann doch auf Dauer macht. Also anfangs sind die vielen Jobs abwechslungsreich. Aber wie gesagt, um konkretes Fazit sagen zu können, muss ich einfach noch länger spielen. Great! Well done! You are very resourceful. I like that. Really? I do.